Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu einem neuen Herrschaftsgameplay auf der wunderschönen Map Slums, wobei die Map eigentlich schon fast vergammelt ist, aber egal, mit dem edlen Gameplay-Spender Grimmsjan vom BSN Network. Und er hat ein super Gameplay erzählt, das muss ich dazu nochmal sagen. Am Anfang war es wirklich ein bisschen lau, muss ich sagen, da hätte ich gedacht, was? Der? Was? Der macht ein gutes Gameplay? Schaut es euch einfach an und ich werde euch natürlich wieder heute etwas Wichtiges erzählen. Ein kleines Commentary über den Computer. So, es passt mal schön auf, Leute. Ihr spielt natürlich, oder viele von euch spielen natürlich auf der PS3. Und was kann man auf der PS3? Ins Internet gehen. Und das ist ja eigentlich schon das erste Thema. Die PS3 ist ein Computer. Warum? Weil sie, Internet besitzt. Und einfach komplexe Aufgaben wiedergeben kann. Und das macht eigentlich schon so einen Computer aus. Aber wir gehen mal ein bisschen weiter zurück zu den Anfängen des Computers. Und damals war ein Computer riesengroß, hat einen riesigen Raum gefüllt und war sehr teuer. Also so teuer wie ein Einfamilienhaus. Und die Rechenleistung war vielleicht so groß wie bei einem heutigen Taschenrechner. Das muss man sich mal vorstellen, Leute. Und na klar, da haben natürlich immer wieder Tüftler entwickelt, wie kann ich das machen? Und irgendwann mal wurden die Computer immer kleiner. So, und konnten natürlich mehr. Und irgendwann mal wurden dann Betriebssysteme gemacht, Softwares. Und es wurden Computer entwickelt mit einer höheren Rechenleistung. Und die Chips, die wurden immer kleiner und konnten immer mehr Power. 100 mal mehr so viel Power. 1000 mal so viel Power, 20.000 mal so viel Power, mehr Farben, bla bla bla. Und so entwickelte sich sozusagen die ganze Geschichte des Computers. Natürlich, man könnte jetzt hier 5 Monate davon reden, wie der Computer entstanden ist. Aber ihr müsst einfach wissen, dass der Computer eigentlich das Größte ist, was der Mensch entwickelt hat. Das ist ja sowas Kompliziertes. Du gibst nur Bumsen ein bei Google und du kommst schon zu deinen Bumszeiten. Ich glaube, ich hab ein falsches Beispiel genommen. Du gibst zum Beispiel ein dummer Junge frisst Chili. Ah nein, das ist auch blöd. Gib einfach ein Haus oder so. Du kommst sofort zu tausenden Bildern von Häusern oder so. Es ist krass. Und wie funktioniert das eigentlich, fragen sich viele. Wenn du HAUS bei Google eingibst, also Haus bei Google eingibst, dann sendet dein Laptop ein Signal an den schönen Satelliten und dieser Satellit sendet dann ein Signal zu einem Server. In diesem Server ist eigentlich alles gespeichert und dann wird diese Datei abgerufen. Die kommt dann wieder zurück zu deinem Laptop und dann ist die Datei schon hier. Für mich ist das ganz klar. Ey, das ist doch ein Wunder, Leute. Einfach nur ein Wunder, was die Technik alles schon kann. Inzwischen gibt es ja sogenannte Ultrabooks. Das sind dünne Laptops. Es gibt sogar Leute, Laptops, wo man mit dem Finger die Touchflächen, also den Bildschirm, berühren kann. Und dann hast du ein richtiges iPad mit einer Rechenleistung von einem Laptop oder PC. So, gucken wir mal zum Gameplay. Ach, ich hab doch gesagt, das Gameplay ist der Hammer. Und ich persönlich besitze einen 499 Euro teuren Laptop von Aldi und bin ganz ehrlich gesagt zufrieden mit dem Ding. Es reicht zum Beispiel, um Skyrim zu zocken, um coole Ego-Shooter zu spielen. Für GTA 4 reicht es irgendwie nicht. Irgendwie ist das Spiel ein bisschen kacke für PC. Aber naja, ich hab's hier für die PS3. So, gucken wir mal zu unserem edlen Gameplay-Spender, wie er versucht, durch die Wand zu schießen und hofft, dass er noch ein paar Kills bekommt. Mit der Ska-H schießt er jetzt. Komm, den musst du kriegen, Digga. Den musst du kriegen. Schön gemacht. Mit dem TNT-Päckchen den Gegner weggefetzt. Na, der Gegner ärgert sich, Leute. So, wir haben jetzt noch ein paar Sekunden und wir haben jetzt hier, glaube ich, Orbitalsatellit drin, weil wir können die Gegner hier sehen. Jetzt muss er sie nur noch finden und abknallen. Ja, das sollte eigentlich nicht passieren, Leute. So, wo waren wir denn? Am Computer. Ich besitze insgesamt 2 Computer. Einmal mein Laptop und einmal mein iPad 1. Ist auch eine geile Sache, was man alles mit diesem kleinen iPad machen kann. So über die Touchfläche wischen und so.
Nur das Blöde ist, wenn du einmal ein Porno guckst oder so und dann auf das iPad wichst, funktioniert die Technik nicht mehr. Also das heißt, du kannst nicht mehr nach links und nach rechts schieben. Geht ja nicht mehr, weil die Wichse ja drauf ist, wenn du verstehst, was ich meine. Können natürlich nur Männer nachvollziehen. So, 135 zu 36, 1525 EP hat der edle Gameplay-Spender erzählt. Mit 39 Kills, 4 Toten, 3 Eroberungen und 6 Verteidigungen. Herzlichen Glückwunsch! Die Community ist stolz auf dich. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao.